Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Imagefilm als wertsteigernde Maßnahme. Einsatz von Bewegtfilm in Web und Co. war ja irgendwie so die Vorgabe. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich den Imagefilm jetzt hervorhebe, weil Imagefilm eigentlich immer so in aller Munde ist. Aber ich komme gleich zu den Begriffen. Was alles Imagefilm, Werbefilm und so weiter, da komme ich gleich dazu. Vorab einmal Hard Facts zu Bewegtbild. Was ist es eigentlich? Also vor einigen Jahren haben wir mal so Mediengurus gesagt, dass eben das statische Bild, also das Foto im Web irgendwann einmal tot sein wird. Da ist eben die Frage, ich stelle immer wieder in meinem Vortrag so Fragen, bitte die Antworten ein bisschen so für den Schluss aufheben. Ich beantworte nicht alles gleich, aber in dem Fall war das einfach so? Ich glaube, Mark Zuckerberg hat das gleich gesagt bei Facebook. Er wollte einfach dieses Bewegtbild ein bisschen pushen und weg von den statischen Bildern, von den klassischen Fotos. Und das ist natürlich eine, ja, also er hat es wirklich gesagt, das ist eine wahre Aussage, aber in Wahrheit ist es eben falsch gewesen. Ein Unternehmensfilm für Social Media braucht wie auch eine Kommunikationsstrategie eine klare Botschaft. Wahr oder falsch, ist halt die Frage. Für mich ist es einfach so, Botschaften sind immer wichtig, aber in diesem Fall, gerade für Social Media, wie auf einige Videos beweisen, ist es eigentlich nicht unbedingt notwendig, so eine klare Botschaft zu kommunizieren. Ihr seid alle Werber, so wie ich auch. Wir wollen eigentlich Botschaften verkaufen, wir wollen unser Unternehmen, das wir bewerben, mit Film, mit anderen Medien, wollen wir eigentlich klar kommunizieren und da braucht es irgendwo eine klare Botschaft. In diesem Fall ist es aber für Social Media nicht unbedingt notwendig. Werbefilme sollen beim Betrachter Emotionen auslösen. Was ist jetzt ein Werbefilm? Was ist ein Imagefilm und so weiter? Ich habe da jetzt mir irgendwie so eine, ja, was zurechtgelegt, wo ich eigentlich sage, was ist ein Werbefilm, was ist ein Imagefilm? Aber da komme ich nachher gleich dazu. Für mich ist einfach Emotion immer wichtig. Es sollte beim Betrachter immer irgendwo Emotionen auslösen, weil man möchte ja eigentlich, dass man sich zum Teil identifiziert mit dem Produkt, mit der Firma, mit dem Unternehmen, aber auch mit den Werbebotschaften. Aber dazu später mehr. Ja, letzte Frage. Katzenvideos sind zielgruppenspezifischer als ein Film über globale Werbung und deren Folgen. Eine interessante Frage, dazu später mehr. Braucht ein Unternehmen überhaupt einen eigenen Film? Das ist einfach so die große Frage, warum wir auch heute hier sind. Ist Unternehmensfilme, ist das eigentlich was Wichtiges? Man sieht oder hat gesehen in den letzten Jahren, es wird immer wichtiger. Man sieht immer mehr Imagefilme, Werbefilme. Jedes Unternehmen möchte sich irgendwo mit Bewegtbild präsentieren. Ob jetzt in Social Media Kanälen, auf der Webseite selbst oder im, ja, TV, wie auch immer. Ja, es ist wichtig, man braucht es, aber warum braucht man es oder für was braucht man es oder beziehungsweise wann braucht man es wirklich? Und da ist einfach auch wieder ein paar Fragestellungen. Unabhängig vom Unternehmen ist Werbung auf unterschiedlichen Kanälen immer von Vorteil. Also ja und nein. Ja, dazu, wir kommen dann zu den Fragen und zu den Antworten. Lassen sich bestimmte Botschaften mit Bewegtbild wirklich besser transportieren? Ich sage jetzt einmal statisches Bild und Bewegtbild. Was kann man natürlich besser transportieren, ist, wie vorher schon erwähnt, die Emotion. Kann ich mit einem Bewegtbild im Prinzip besser kommunizieren, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, auch, dass ich den Ton habe, dass ich Musik hinterlege und so weiter. Werbefilme kosten einfach zu viel, daher können sich das eh nur die Großen leisten. Nein, das war vor 10, 15, 20 Jahren sicher der Fall. Jetzt ist es eben sicher nicht mehr der Fall. Was möchte ich in meinem Unternehmen überhaupt mit einem Film präsentieren? Das ist eine Frage, die man sich eben als Unternehmen selbst stellen sollte, aber auch als Werber, wenn ein Unternehmen an mich herantritt und fragt, könntet ihr vielleicht für mich einen Film machen. Sehr viele Unternehmen wissen gar nicht, was sie brauchen, was sie wollen und vor allem, was für Möglichkeiten es gibt, ihr Unternehmen oder Teile des Unternehmens überhaupt medial mit Bewegtbild zu präsentieren. Und da ist es nur jetzt einmal ganz grob, ist es das Unternehmen selbst, ein Produkt oder eine bestimmte Leistung, die man präsentieren möchte. Wenn ja,
Also das Unternehmen bereitet sich oder sagt, ja, bitte macht's mir einen Film. Dann ist auch noch wichtig, auf welchen Plattformen soll eigentlich dieser Film präsentiert werden. Und das ist eben auch entscheidend, was für ein Film, in welcher Art, Qualität und so weiter. Also welchen Aufwand betreibe ich für einen derartigen Film. Ja, Einsatzgebiete eines Unternehmensfilms. Ja, klassisch Internet, Social Media, YouTube, Vimeo. Vimeo ist jetzt eben dadurch, dass man zahlt dafür, ist jetzt ein bisschen weniger geworden. Facebook, Instagram, das sind einfach so diese klassischen Social Media Sachen, aber auch die eigene Webseite, eigene Kanäle, Infoscreens. Für TV und Web-TV ist halt eben die Frage, das sollte halt die, vor allem für TV, da muss die Qualität schon sehr, sehr hoch sein. Oder Kino, habe ich da jetzt eben vergessen, aber Kino ist auch wieder ein Thema. Irgendwann darf man ja wieder ins Kino. Ja, Film am Point of Sale, Messepräsentation ist im Moment auch kein Thema, wird aber hoffentlich irgendwann wiederkommen. Filme, die eben den Vertrieb eben unterstützend sind, wo man dann als Unternehmer zu seinen eigenen Kunden fährt und einfach da ein Produkt, die Firma, was auch immer präsentiert. Im Rahmen eines Events, Pressekampagne, werden immer wieder gerne Filme gezeigt, Jubiläumsfilme, Motivationsfilme, bestimmte Projekte, Investorenfilme, haben wir gehabt, Hauptversammlungen, Lehrfilme, Schulungsfilme, Fortbildungen. Also es gibt wirklich unzählige Möglichkeiten, wo man das Medium Film einsetzen kann und wo ihr auch euren Kunden sicher irgendwo so die Ideen liefern müsst. Was könnt ihr alles machen mit dem Medium Film? Das lasse ich jetzt aus. Das wäre einfach so ein Voting gewesen. Was braucht ein Unternehmerfilm? Wir haben eben nur 25 Minuten und das dann mal lieber mit Fragen später auffüllen. Merkmale eines Imagefilms. Das ist jetzt einmal nur für mich ganz grob zusammengefasst. Ein Unternehmen ist ja Auftraggeber eines Produkts. Das ist einmal ganz wichtig. Man muss einmal klar definieren, ein Unternehmen kommt zu euch und möchte jetzt einen Film. Ihr sagt, okay, ja, kann man machen. Was wollt ihr? Der Film hat einen direkten, einen indirekten Bezug zum Unternehmen. Das ist einem im Endeffekt ganz klar und wichtig, weil ihr könnt nicht irgendwas produzieren, sondern das muss alles im Vorfeld abgeklärt werden, was für einen Bezug hat der Film mit dem Unternehmen. Das Unternehmen möchte auf jeden Fall mit dem Film irgendwas erreichen, irgendwas erzielen. Ob das jetzt einfach eine Wertsteigerung ist, so wie der Titel des Vortrags, oder ob es jetzt irgendwie eine Bewerbung ist von einem bestimmten Produkt. Es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten. Auch wichtig ist, es sollte eine klare Zielgruppe sein, eine klare Botschaft formuliert sein. Eine klare Zielgruppe ist ja klar. Ich möchte jetzt einfach einen Film machen für die Zielgruppe XY, ob das jetzt die Jugendlichen sind, Familien oder eine Seniorengruppe. Das ist eigentlich im Vorfeld alles zu klären. Und dann ist noch wichtig, eine klare Botschaft. Aber ich spreche ja eben wie unten steht, mit Profis, mit Werbern. Ihr wisst es ja von allen anderen Werbemaßnahmen, Kampagnen und so weiter, dass man das eigentlich braucht. Die Art des Einsatzes liegt oder sollte auch in der Hand des Unternehmens liegen. Also ihr habt irgendwie da eine andere Strategie, also es gibt eine Kommunikationsstrategie, wo ihr diesen Film, dieses Bewegtbild dann mit einfließen lasst. Wichtig ist eigentlich nur, dass diese und noch viele weitere Fragen im Vorfeld irgendwo geklärt sind. Ja, Qualität versus Quantität, das war für mich eigentlich, das ist was Entscheidendes. Vor allem auch dieser Satz, langfristig wird sich Qualität immer durchsetzen und der Rest durch den subjektiven und feinmaschigen Filter der Wahrnehmung fallen. Ja, eben genau vor, wie ich da geschrieben habe, vor 15 Jahren oder 10 Jahren wahrscheinlich auch noch, hätte ich gesagt, ja, hätte es doppelt unterstrichen und wäre wirklich überzeugt gewesen davon. Aber wenn man jetzt YouTube schaut, derartige Kanäle schaut, Facebook schaut oder andere Medien, dann sieht man sehr oft, ich meine Katzenvideos war jetzt nur ein Beispiel von vielen, dann sieht man einfach Beiträge, die haben Millionen von Klicks.
Millionen von Views, Likes, was auch immer. Und dann produziert man, und das ist mir selbst natürlich schon des Öfteren passiert, du produzierst einen Film, was ganz was Tolles. Wirklich, wo du sagst, das ist wirklich super Arbeit. Kunde sagt, super Arbeit, genau das, was ich eigentlich wollte. Und dann kriegst du im ersten Jahr 1000 Views, 2000 Views. Dann ist es natürlich frustrierend, wenn ein Katzenvideo, wo eine Katze irgendeinen Ball hinterherjagt, 5 Millionen Views hat. Also da muss man sich im Vorfeld bewusst werden, und das ist auch was man in Kunden kommunizieren sollte, dass es oft ist es das Thema, oft sind es andere Faktoren, aber es geht jetzt nicht in erster Linie darum, dass man jetzt Millionen Views hat, zumindest nicht zu Beginn. Vor kurzem habe ich ein Video erstellt, da haben wir innerhalb von einer Woche, ich glaube 21.000 Views gehabt. Das ist ein völliger Ausreißer gewesen. Das muss ich auch sagen, Ausreißer im positiven Sinne, weil es eigentlich nicht so normalerweise ist, wenn du einen Image-Werbefilm für ein Unternehmen, das hat ganz konkrete Maßnahmen, was mache ich mit dem Film, was ist das Ziel des Films, und da kann man nicht erwarten, dass ich gleich von Beginn an Tausende oder Millionen Views habe. Ja, Filme, für dessen Umsetzung wir uns geschämt hätten, das ist nämlich auch wirklich was, wenn man die Qualität oft anschaut, wie das gefilmt wird, was der Inhalt ist, dann ist es eigentlich wirklich, man hat da oft so ein Fremdschämen, oder ich zumindest, weil die Qualität einfach nicht stimmt. Es stimmt sehr viel nicht. Und das ist auch, was ich als Nächstes geschrieben habe. Also es trotzt wirklich allen filmischen Lehrbüchern, allen Normen, die was man sich irgendwann einmal zurechtgelegt hat. Ja. Und die meisten sind einfach wirklich frech und voller Fehler. Warum sage ich das Ganze? Für mich ist genau das eigentlich der entscheidendste Punkt von allen. Es geht nicht immer um Qualität. Es geht nicht immer darum, also was ich auch vorher abgefragt habe, ist eine Botschaft, eine definierte Zielgruppe immer das Wichtigste? Nicht immer. Es kommt wirklich auf das davon, was möchte ich mit dem Film erreichen? Kann ich oder schaffe ich es, dass ich jetzt irgendwo mit meinem Film, für mein Unternehmen oder mit dem Film, was ich für ein Unternehmen produziere, auf einen wirklich fahrenden Zug aufspringen kann und mit dem Zug wirklich da in Richtung Ziel von Tausenden oder Millionen Klicks zu fahren, schaffe ich das oder schaffe ich das nicht? Da ist es eben ganz wichtig, im Kunden auch klar zu kommunizieren, wenn ihr jetzt nach einer Woche nur 200 Views habt, dann ist der Film deswegen nicht schlecht. Also das muss im Kunden auch klar sein. Ja, genau. Nächste Geschichte. Was ist dennoch richtig, was ist wichtig? Jetzt ist es einfach unter Satz, ihr natürlich auch als Medienprofis wieder gefragt, beziehungsweise kennt ihr das. Eine gute Idee, die sich von der Masse abhebt, ist ja wie bei allen anderen Werbebotschaften irgendwo doch wichtig. Man möchte aus der Masse hervorstechen, man möchte irgendwas kommunizieren, was eben jetzt ja anders ist. Eine Story, ein Konzept, das was Hand und Fuß hat, eben wie schon gesagt, klare Zielgruppe, klare Werbebotschaft beziehungsweise ein klares Werbeziel, die was das Unternehmen, die Unternehmensphilosophie repräsentiert. Stimmt nicht immer, aber im Moment, also von dem gehe ich einmal aus, dass man derartige Filme produziert. Dann brauche ich ein entsprechendes Drehbuch mit dem jeweiligen Mittel, auch das, was umsetzbar ist. Also es bringt nichts, wenn ich jetzt ein Konzept für einen quasi Hollywood-Film erstelle und dann kann ich das nicht umsetzen, dann kann ich mir das als Firma nicht leisten, dann habe ich auch nicht die Mittel oder das Team, das ist gleich das Nächste, das Team, das es in meiner gewünschten Qualität umsetzen kann. Also es sollte immer was Realistisches sein. Dann auch ein realistischer Zeitplan. Es bringt auch nichts, wenn ich heute sage, ich möchte einen Imagefilm, oder ihr sagt ein Unternehmen, hey, Imagefilm wäre cool, Werbefilm wäre cool, was hältst du davon, machen wir was. Und dann sagt aber der Kunde, ja, passt, nächste Woche muss fertig sein. Ist natürlich völlig unrealistisch. Das geht, wenn sie schnell jetzt einen Fotografen auftreibt und sagt, okay, wir brauchen da jetzt 5 Image-Fotos, dann sage ich, okay, das lässt sich wahrscheinlich alles umsetzen.
aber jetzt dann nicht, wenn ich jetzt dann einen hochwertigen, qualitativ hochwertigen Film produzieren möchte oder soll. Also auf das bitte achten. Ja, und auch das sollte immer abgestimmt sein mit der gesamten Kommunikationsstrategie. Das muss auch den Kunden klar sein. Wenn sie jetzt da sagt, oder der Kunde sagt, sag, mach mal einen Film, dann sollte das nicht komplett konträr sein zu dem, was eigentlich sonst kommuniziert wird. Außer, und das ist wirklich mit Rufzeichen, ihr wollt ganz was anderes, ein Medium bedienen, einen Kanal bedienen, der jetzt sich total unterscheidet, wo es wirklich nur um Views geht, wo es wirklich nur um eine möglichst breite Masse anzusprechen und wirklich so einen Hit zu landen mit Millionen, mit tausend Views. Wie gesagt, da muss man halt einfach wirklich die richtige Zeit und so weiter finden. Ja, so wie unten steht, den richtigen Film zur richtigen Zeit. Werber werben für bewegte Werbung. Also sind bewegte Bilder in Form von Imagefilm wichtig? Jetzt einfach so für euch einmal so in den Raum gestellt. Ich werde noch auf eure Fragen dann natürlich eingehen. Aus meiner Sicht, ja, aber kommt halt immer drauf an. Warum solltet ihr als Werber für Unternehmensfilme werben? Naja, im Endeffekt ist es auch so, dass ihr ja einen Mehrwert lukriert für den Kunden, für euren Kunden. Und dieser Mehrwert ist natürlich auch wieder so, dass ja nicht nur um das geht, dass die einfach ein Produkt mehr haben, sondern sie sollen ja was haben, wo der Kunde einfach dann gern wiederkommt und sagt, hey, der Film ist cool geworden, wir kriegen super Feedback und bitte mach weiter. Also das ist wiederum so, ihr bindet halt einfach den Kunden gut an euch. Wo liegt der Mehrwert? Genau, habe ich ja schon gesagt. Was könnt ihr dabei selbst tun und was solltet ihr outsourcen? Das ist halt auch so eine Frage, inwieweit habt ihr Erfahrung mit Film? Für mich ist einfach Werbefilm, also Image-Werbefilm, ganz wichtig, dass ich so Intro, Outro, Logo-Animationen, Grafiken einbaue, dass wirklich ein Film total vielschichtig aufgebaut ist. Ist auch nicht bei jedem Film. Also wirklich, Film ist es so breit, dass ich jetzt eigentlich nicht sagen kann, so ist, so mache ich es und aus. Und so funktioniert es. Das funktioniert eben nicht. Man muss einfach, wie vorher schon gesagt, ganz klar wissen, was ist das Ziel eines derartigen Films? In welche Richtung möchte ich? Was möchte ich kommunizieren? Und da, ich glaube, eine Folie ist übersprungen. Ich springe da schnell einmal zurück. Irgendwo ist da eine Folie abhanden gekommen. Oder habe ich die hergezeigt? Nein, ich glaube nicht. Da ist es einfach ganz wichtig. Imagefilm, was ist ein Imagefilm? Also Imagefilm, Unternehmensfilm, das ist ungefähr so eins. Möchte ich das Image vor einem Unternehmen aufpolieren oder habe ich ein anderes Ziel vor Augen? Möchte ich ein Produkt bewerben, dann habe ich mehr den Produktfilm. Das Produkt jetzt da in allen Facetten bewerben. Möchte ich einen Werbefilm machen, was jetzt da für mich so eine Mischung eigentlich ist, aber Werbefilm ist eigentlich immer das Höchste. Das heißt, von der Qualität angesiedelt, wirklich am höchsten, sollte für Kino, sollte für TV genauso verwendbar sein. Erklärfilm ist wieder was ganz was anderes. Ich habe ein spezifisches Produkt, eine spezifische Leistung und das möchte ich erklären. Und also mit einem Film erklären. Erklärfilme findet man unzählige. Aber auch wenn ich jetzt, so wie ihr als Werber, könntet ihr ja genauso jetzt sagen, ich mache einmal im Monat einen Film zu einem bestimmten Thema und dadurch lukriere ich irgendwo neue Kunden. Also das ist auch eine Art Erklärfilm oder Präsentationsfilm meines Unternehmens zu einem bestimmten Thema. Auch eine Möglichkeit. Wirtschaftsfilm, Industriefilm. Also es kursieren wirklich sehr, sehr viele Begriffe zum Bereich Film. Und da ist es einfach für mich nur wichtig, dass ihr halt einfach da einen großen Bogen beziehungsweise über das Spanns Unternehmensfilm. Und da drinnen ist wirklich so viel reinzupacken, so viele Möglichkeiten, ja, wie es Werbemöglichkeiten an sich gibt. Genau, was könnt ihr selbst tun? Also wie ich vorher schon gesagt, das ist immer wieder so, dass ich Grafiken verwende. Da kann man natürlich, da muss man nicht unbedingt Filmschaffender sein, sondern da kann ich einfach wirklich ganz konkret auch Ideen einbringen, Grafiken, Animationen einbringen,
die man einfach da gut für Filme verwenden kann. Dann ist noch die große Frage, was ich vorher schon gesagt habe, wie komme ich zu möglichst vielen Likes, Klicks, Views und so weiter. Das ist wiederum das Thema, wenn ihr Filme präsentiert oder Filme für eure Kunden machen wollt, dann wird das immer wieder Thema sein. Das verspreche ich euch. Es werden immer wieder die Kunden sagen, hey, warum haben wir nur 200 Views? Und der Film ist ja wirklich so cool. Ja, und es gibt halt wirklich viele, viele Möglichkeiten, um eben Views, um Likes zu lukrieren. Aber es kommt wirklich sehr, sehr viel auch auf das Thema, auf das Gesamte an, auf die gesamte Werbebotschaft, auf die gesamte Kommunikationsstrategie und nicht speziell auf den Film alleine. Okay, ich habe dann noch einen Link, den schauen wir uns jetzt aber nicht an. Die Präsentation oder sowas oder den Link, den könnt ihr dann irgendwo sicher noch abrufen. Ihr schaut euch den Film an, das ist nämlich für mich ein Beispiel von einem Film, der super cool und durchdacht ist, coole Story hat, aber trotzdem nur 250.000 Views hat und keine Millionen Views. Und für mich ist einfach das Thema, warum hat er es nicht, das müsst ihr vielleicht selbst beantworten, aber er hat einfach, das Thema ist super, aber es war vielleicht nicht die richtige Zeit, auch nicht die Zielgruppe, die Botschaft, ja, kommt ein bisschen falsch rüber. Und ja, aber der Film selbst ist wirklich cool. Gut, im Endeffekt braucht ein Unternehmen überhaupt einen eigenen Film, Imagefilm, Werbefilm, Erklärfilm, irgendeinen anderen Film? Ja, das kann man wirklich mit einem klaren Ja beantworten. Aber wie schon gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, Bewegtbild in ein Unternehmen zu integrieren, dass eigentlich das immer mit einem Ja zu beantworten ist, weil es ja nicht nur um das geht, dass ich einen hochqualitativen Image-Werbefilm produziere, sondern dass ich auch Content für Social Media, für Facebook, für Instagram, kurze Statements. Und da seid ihr natürlich auch als Werber gefragt, den Kunden zu beraten, was gibt es für Möglichkeiten. Ja. In dem Fall danke auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Freue mich jetzt auf eure Fragen.